Ja, willkommen zurück zu Far Cry Primal Folge 17. Wahnsinn, 17 Folgen schon. Und immer noch total spannend. So, wir hatten in der letzten Folge, haben wir ja das Dorf sehr schön befreit. Es war spannend, muss ich sagen. Und wir wollten looten gehen in der Folge, glaube ich. Und ein wenig, ja, vielleicht erstmal den Handwerker vielleicht befreien. Der ist aber auch in einem Gebiet, was wahrscheinlich von Gegnern besetzt ist, ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir müssen in die Richtung. Wir können auf dem Weg ja ein paar Sachen mitnehmen zum Looten. So schlimm ist es ja nicht. So. Also, ich würde sagen. Na. Nehmen wir mit. Haben wir denn? Wir hatten doch Jackfell, haben wir doch bekommen, ne? Ich schau mal eben. Ach, guck mal, wir können einen Fähigkeitspunkt. Ah, wir können sie auch jetzt. Jagdfähigkeiten, Gegnermarkierung. Halte beim Zielen L2 gedrückt, um Gegner zu markieren. Funktioniert bei Keulen, Bögen und Speeren. Die Markierungen sind permanent. Ein Eulenbegleiter kann ebenfalls Gegner markieren. Ja, das weiß ich. Okay. Das können wir dann auch aktivieren. Oder. Mit R2 kann ein Eulen einen Schutzangriff ausführen. Töte die meisten gewöhnlichen Gegner. Ja, die gewöhnlichen Gegner. Ich finde das mit dem Markieren hier so gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das nehme ich mal. Und Handwerk mal eben schnell schauen. Wir haben noch hier. Ah, Jackfell haben wir einmal bekommen. Und fünf brauchen wir. Okay. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Dürften wir eigentlich hinkriegen. Ich tauche mal eben ab. Ich bin ganz schön mutig, dass ich hier einfach im Wasser rumschwimme, obwohl ich. Oha! Genau das meine ich nämlich. Da schwimmt nämlich gerade ein Krokodil. Oder was auch immer das ist. Vielleicht sollte ich nicht so lange unter Wasser bleiben. Unsere Atemluft ist ja sehr, sehr begrenzt. Was? Lagerfeuer entdeckt? Neuer Wiederauferstehungspunkt freigeschaltet? Was? Wo? Wo war das Lagerfeuer? Hä? Wo haben wir denn jetzt ein Lagerfeuer entdeckt? Hier oben vielleicht? Ach, hier. Ach, ist ja cool. Naja, anzünden möchte ich es jetzt nicht unbedingt. So, ich nehme mal hier ein bisschen, was mit, wenn wir schon einmal dabei sind. Lalalala. Ja. Ich packe mir das einfach mal alles in die eigene Tasche. Guck mal, Fleisch sind wir auch mal gut ausgerüstet. Schief haben wir alles gut da. So, das sieht doch super aus. Okay. So. Lagerfeuer möchte ich jetzt nicht unbedingt entzünden. Gut, wir könnten jetzt hier schlafen. Was ich übrigens noch sagen wollte, was mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist, oder was überhaupt noch gar nicht passiert ist, ist das Wetter. Das Wetter hat sich bisher noch nicht geändert. Es war immer, ach ja, wunderschöner Sommertag. Bisher hatten wir noch nicht ein... Oh, warte mal, apropos. Bisher hatten wir noch nicht irgendwie, ja, stürmisches Wetter oder so Regen oder sowas. Also eine Wechselung oder ein Wechsel des Wetters. Ich bin sehr gespannt, ob wir auch ein bisschen, ja, ein bisschen Regen bekommen oder so oder Sturm. Weil sowas gab es ja auch schon in der Steinzeit. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es da, glaube ich, nicht geregnet hat. So, das nehme ich natürlich alles mit hier. Wenn die Taschen nicht voll wären. Okay, ist ein Lagerfeuer. Wir müssen da hinten hin. Schau mal eben, ist das. Ja, okay. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, wir werden mal außen rum gehen. Komm mit, Gizmo. Komm. Ja, komm. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Der mich so ein bisschen. Okay, da wird gerade gekämpft. Wir müssen natürlich auch zusehen, dass wir die Bevölkerung erhöhen in unserem Dorf, damit wir mehr Leute zum Kämpfen auch haben, falls unser Dorf mal angegriffen wird. Das werden wir, glaube ich, das werden wir in den nächsten Folgen mal machen, dass wir, wie gesagt, auf Loot-Tour gehen und so ein paar Venyas befreien, damit unser Dorf ja stetig ein bisschen, oder statisch, stetig wächst und alles. Und, das fände ich gar nicht mal. Schnapp ihn dir, Tiger! Wo ist er denn? Na toll. Oh, ihr seid ja süß. Wo ist er hin? Bleib stehen.
Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich brauchte das Affenfell. Ich wollte mal gucken, was passiert. Was macht denn Gizmo da? Wieso kommt er nicht rüber? Ah, haut bloß ab. Ja, haut bloß ab. Aua, 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 aua. Alter. Haut bloß ab. Haut bloß ab, ihr. Ich glaub's ja wohl. Es tut mir leid, es ist gerade wieder so ein bisschen blutig wieder. Aber was macht denn unser... Was macht denn unser Gizmo da? Ich will's gar nicht wissen. Suchst du da etwa nach Fische oder was machst du da? Ich glaub das nicht. Diese Tiere, ne? Es ist, ja, faszinierend. So, gehen wir mal hier rum. Da unten wird uns schon das Symbol angezeigt. Ich denke mal, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Also vermute ich mal, dass, ja, das wird hier lang sein. Ich gehe mal hier über die Steine. So. Da hinten wird gekämpft, so wie das aussieht. Da ist ein Bär, oder? Ich glaube, da ist ein Bär. Wow, habe ich mich jetzt erschrocken. Unterschlupf der Verlorenen. Ort entdeckt. Boah, geil. So, müssen irgendwie da raufkommen. Ich glaube, hier... Hier sieht's gut aus. Ja, hier sieht's sehr schön aus. So, dann gehen wir mal hier rauf. So. Dann schauen wir mal. Gizmo muss unten warten, oder? Ja, wie soll er sonst hier raufkommen? Dann schauen wir mal. Das sieht doch nach einer Falle aus. Das sieht voll nach einer Falle aus. Habe ich es nicht gesagt? Willst du mich verarschen? Pinkelt er mich einfach an. Pissemann? Der nennt mich Pissemann? Will er mich verarschen? Du kleiner Pimmelberger, ich glaub's ja wohl. Gefangen. Und jetzt? Die Bisse kann dir nicht folgen. Ja, 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 ist klar. So, was können wir denn hier? Entkommen aus der Höhle. Aha. Warte mal. Bevor ich jetzt hier irgendwas... Ist mir egal, ich durchsuche natürlich trotzdem alles. Aber ich glaube, wir müssen das hier anzünden, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, da war noch was mit Suchen gerade. Wo waren das? Da war irgendwas. Wo war... Warte. Ich probiere das mal, ob das funktioniert. Natürlich klappt das wahrscheinlich nicht, so wie ich mich kenne. Ich werde mich wahrscheinlich hier selber abfackeln oder so. Naja, oder doch. Sehr nice. Sehr nice, wie ich finde. Wir sind auf jeden Fall schon mal entkommen. Das ist schon mal viel wert. Entkomme aus der Höhle. Auch wenn meine Taschen voll sind, ich untersuche trotzdem. Aus... Warte mal, das sind... was? Bitte was? Ich kann diese Bestie zähmen, ja, warte. Ich probiere das mal. Guck mal hier, Bestie. Nein, 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 nein. Nicht mich. Ah, jetzt. Jetzt sehr schön, ja. Uah, uah.
Oh. Oh, wir haben einen Jaguar. Wir haben einen Jaguar. Du bist ja fein. Du bist ja fein. Du bist ja ein ganz feiner. Du bist ja ein ganz feiner. Sehr schön. Was kann denn der Jaguar? Wir schauen mal eben. Der hat aber wenig Stärke. Der hat mehr Tempo. Und Schleichen hat er richtig viel. Greift arglose Ziele an, ohne Gegner in der Nähe zu alarmieren. Das ist natürlich sehr geil. Das ist natürlich sehr geil. Aber hat natürlich nicht viel Stärke. Das heißt, der geht auch schnell drauf. Okay, ich gehe da mal nicht lang, sondern mal eher hier lang. Da wurde nämlich schon ein Jago erledigt. Oh, was haben wir denn hier? Oh, wir bekommen unseren Kletterhaken oder Kletterkralle. Du hast ein seltsames, aber nützliches Werkzeug gefunden. Suche nach dem Enterhaken oder Kletterhaken-Symbol, an den du klettern und schwingen kannst. Gehe näher heran, bis du die Kletteranzeige siehst. Dann halte Viereck gedrückt, um dich mit der Kralle einzuhängen. Du kannst zwischen den Kletterpunkten wechseln, ohne den Boden zu berühren. Interessant. Ja, sehr schön. So, das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann irgendwo oben raus. Was fliegt denn da? Sind das Fledermäuse? Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme sehen kann. Ach, guck mal an. Nach unten springen, nach oben springen. Ah, okay. Erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Kletterhaken und können jetzt natürlich dann auch Gegenden besuchen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Ist natürlich sehr interessant. So, warte mal, ich entzünde mal eben. Aua. Dass ich mich aber auch immer wieder ab und zu selber anzünde, das ist, ja. Vielleicht war das so früher in der Steinzeit, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aha, Tasche voll mit alter Holz. Toll. Okay. Warte. Uah. Achso, okay. Yay. Cool. Ah, da drüben konnte man auch hin, da hätte man dann raufklettern können. Okay. Also kriegen wir das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Bisschen abseilen. Uah. Uah. Warte mal. Ich glaube, ich werde mal nach da springen. Boah, was? Hilfe. Ich brenne. Alter. Was ist denn hier los? Wo komme ich denn hier raus? War das noch eine gute Idee, hier lang zu gehen eigentlich? Ja gut, die mögen sich natürlich untereinander. Aber ich frage mich, wo komme ich denn hier raus und wo komme ich hier weiter? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vor allem zumal, warum sagt denn unser kleiner neuer Freund denn nicht, wer wir sind? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich habe keinen... Aua! Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, ist ja gut. Alter, ich muss was essen. Das gibt's doch nicht. Wo müssen wir denn hin? Schau mal eben mit dem Blick hier. Aua, ich brenne schon wieder. Warum auch immer. Okay, verdammt, wo müssen wir denn hin? Ich
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Bin ich so dumm, dass ich es nicht sehe? Ach, da oben. Na toll, da kann ich ja lange suchen. Da kann ich ja lange suchen. Meine Güte. Also echt gefangen in der Höhle. Also wirklich gefangen in der Höhle. Also ja, das sehr, sehr gefangen in der Höhle, muss ich dazu sagen. Aber wir haben es geschafft. Gefangen, abgeschlossen. Juppie! Sehr schön. Und damit wären wir auch raus aus der Höhle. Und wir haben, soweit ich das unten rechts am Bildschirmrand erkennen kann, wir können echt was herstellen mit einem Handwerk. Ich werde bekloppt. Wir können eine neue Keule herstellen. Die macht dann mehr Schaden. Also 6 anstatt 4. Haltbarkeit auch 6 und Geschick auch 6. Ja, das machen wir. Yeah! Geil. Boah, wie geil die Keule jetzt aussieht. Ist ja unfassbar. Oh, was haben wir? Achso, den Dings. Den Greifhaken. Okay. Wir müssen auf jeden Fall... Ah, guck mal an, sie hat sogar eine Schleuder. Und da finden wir noch weitere Kandidaten. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt, den ich jetzt... Schauen wir mal. Hier mit dem Greifhaken kann ich anscheinend noch nicht weiter aufleveln. Was hat sie hier oben? Rohstoffentdeckung. Holzstücke, Steine, Rohstoffe werden auf der Minikarte angezeigt. Das brauche ich nicht, weil ich die Minikarte ja sowieso nicht benutze. Du kannst Rohstofftaschen jetzt in den Jägerblick sehen. Diese Fähigkeit gilt auch für deinen Eulenbegleiter. Was haben wir hier? Du kannst Pflanzen jetzt mit deinem Jägerblick sehen. Diese Fähigkeit gilt auch für deinen Eulenbegleiter. Das ist geil mit den Pflanzen. Rohstofftaschen. Aber das gilt nur für Pflanzen. Egal, ich nehme das trotzdem mal. Das ist natürlich sehr schön. Okay, mal wieder die Schildkröten. Unsere neue Keule. Boah, sieht die geil aus. Muss ich jetzt wieder da rein? Ich schau mal eben auf die Karte, wo der jetzt... Ach, der ist immer noch da. Müssen wir jetzt vielleicht mit dem quatschen? Ich probiere das mal, wenn ich da hinkomme. So, warte. Ich kletter mal... Oh, warte mal. Bisschen Cosma wieder aufnehmen. Cosma Schiefer. Schiefer. So. Wie der uns genannt hat, ne? Pissmann. Ich glaub's ja wohl, dieser alte Pimmelberger. Der hatte wohl gelitten. Der kriegt jetzt erstmal mit der Keule einen auf die Rübe, weil er uns angepisst hat. Wo leben wir denn hier? Ich glaub's ja wohl. Kann der einfach mal meinen Jaguar auf den Hals schicken. Mit ihm nicht in Ordnung. Jetzt wieder so, weißt du? Bisschen verrückt, der Kerl. Nun gut, auf jeden Fall gehört er jetzt auch wieder zu unserem Stamm. Sehr schön. Blut von Oros. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob wir wirklich ihn behalten sollen, weil
Er ist mehr so für Schleichen. Müssen wir mal gucken. Ich werde aber, glaube ich, erstmal nochmal wieder zu unserem kleinen Gizmo. Wechseln. Suchen nach Blut von Oberstein. Ach, das gehört noch zur Mission. Ah, ist ja interessant. Was? Nein. Uah. Oh mein Gott. Ja, da müssen wir... Da hinten sehe ich schon einen Bären. Das sieht interessant aus. Ja. Mhm. Hey, da bist du ja wieder, Gizmo. Na, alles klar bei dir? Lässt sich natürlich nicht streicheln. Ist wahrscheinlich eingebildet jetzt oder wahrscheinlich eingeschnappt, weil ich die andere Bestie gezähmt hatte. Kann ich aber gut verstehen. Naja, was soll ich sagen? Genau, in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir... Oh, wie süß. Das ist voll geil gemacht mit den Tieren, muss ich echt mal sagen. Was machst du da? Ja, ganz fein. Genau, in der nächsten Folge würde ich sagen, suchen wir dann das Blut von den Orossteinen. Und würde sagen, dann schaltet ihr wieder fleißig ein, wenn es wieder heißt Far Cry Primal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, ciao!